Hallihallo und willkommen bei Let's Play The Next Big Thing mit Wishmobs. Bevor wir starten, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass diese Folge von Let's Play The Next Big Thing ein wenig wortkarg von meiner Seite aus wird. Einfach deswegen, weil wir uns größtenteils mit dem Intro beschäftigen und erstmal in das Spiel überhaupt einsteigen. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß und wir werden auch gleich anfangen, indem wir uns einen neuen Spieler erstellen. Und zwar gibt es hier verschiedene Avatare zum Auswählen. Ich weiß nicht so recht, ob das irgendeinen Einfluss hat, welchen man da auswählt. Und nehme einfach mal hier, keine Ahnung, dieses Vieh hier. Und es heißt natürlich Wishmobs. Und hat kein Zugangspasswort, weil ich nicht wüsste, wofür. Schwierigkeitsgrad, okay. Hier gibt's niedrig mit Hotspots und Hilfe eingeschaltet. Dann gibt's mittel, Hotspots eingeschaltet, Hilfe ausgeschaltet. Oder es gibt hoch, Hotspots und Hilfe ausgeschaltet. Da das erste Let's Play ist, bleiben wir mal bei niedrig. Und klicken auf okay. So, das Intro. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Meine Damen und Herren, bevor wir anfangen, sollten Sie wissen, dass die Geschichte, an der Sie teilhaben werden, eine gewisse Anzahl von, schön. Aber sagen Sie später nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Eben ist Ihre Pizza gekommen. Er lebt. Und er hat Hunger. Wie? Keine Soße? Moment mal. So beginnt die Geschichte nicht. Ach ja. Meine Damen und Herren, beginnen wir einfach am Anfang. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Preisverleihung des diesjährigen Horrorfilmfestivals, bei der die größten Leinwandmonster um die begehrten Todesgockel wetteifern. Es wird sich ein spannender Wettbewerb. Treten Sie ein und nehmen Sie Platz. Wir beginnen in wenigen Minuten. Was sagst du? Hast du es nicht gehört? Aber natürlich. Dann ist er gut. Ich bin nicht taub. Das stimmt, nur dumm. Trottel. Du Irre. Dan Murray? Der Chef hat uns doch beide losgeschickt, oder? Wenn du nicht mit ins Theater kommst und deinen Job Du schaffst es doch sowieso nicht alleine. Ach, wollen wir wetten? Da verlierst du. Dan Murray. Ich werde in dieses Theater gehen und eine preisverdächtige Reportage machen, allein. Was, und ich soll hier im Freien sitzen, mitten im Herbst? Erfrier doch. War nicht noch irgendwo eine Decke? Dan, es war unglaublich. Wir werden den Chef um mehr Seiten bitten müssen. Ich habe so viele Leute interviewt. Fitz Randolph, Professor Fly, Crom H, Octopus Herring, die Vermorte, den Poeten, den Herrn der Nacht. Wie heißt denn noch der kleine Carlos Tri-Monster und ein Schicksal? Faszinierend. Ja, Mann, der aus... Hey, was
Was trinkst du da? Frostschutzmittel. Dan Murray, hast du etwa hier getrunken, während ich gearbeitet habe? Jetzt reicht's. Ich schreibe die Reportage allein und wenn man dich feuert, ist es mir schnurzegal. Und wenn man mir an deinem Grab eine Schaufel reicht, werde ich dir damit noch eine verpassen. Was macht der denn da? Big Orbert. Im Fitzrandalls Büro. Merkwürdig. Oh, tatsächlich. Wir müssen da rein. Oh. Ja. Enthüllungsjournalismus pur. Komm, beweg dich. Meine Liebe, ich bin doch mehr Sportjournalist. Ruf mich, wenn er dir eine mit dem Baseballschläger verpasst. Damit begann alles für Lisselaire. Sie beschloss, in Fitzrandolphs Büro zu gelangen. Ob mit oder ohne Dans Hilfe. So, nun sind wir an der Reihe. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um, was es hier alles gibt. Kofferraum? Wer weiß, was Dan damit sich rumfährt. Okay. Blöde Jan. Das sagt ja wohl alles. Kühlerhaube? Als Kind bin ich mal mit dem Kopf unter die Kühlerhaube von Papas Auto geraten. Anne-Marie, meine kluge Schwester, war Tarzan. Und Queenie, meine schöne Schwester, war Jane. Ich war Cheetah. Und der Wagen, das Krokodil. Oh je. So, wie kommen wir jetzt zum... Ah, okay, zur Villa geht's da lang. Schauen wir doch mal. Hier ist das Fenster, wo der Big Orbert reingegangen ist. Es gehört zu Fitzrandolphs Büro. Big Orbert ist da eingedrungen. Ja, ja. Da drinnen ist Toby 3, das Haustier von Fitzrandolphs Villa. Was ist das hier? Er hat eine Säge in der Hand. Wie ungünstig. Gehen wir einfach mal rein. Mal schauen, was uns erwartet. Hallo, meine Dame. Ich dachte, Sie wollten gehen. Herr Fitzrandolph? Kommen Sie. Setzen Sie sich ein Weinchen zu mir, Miss Elaine. Ich hätte Sie gar nicht für so eine Nachtschwärmerin gehalten. Ich? Ach, wissen Sie, ich bleibe nur, weil Sie es hier so nett haben. Sie müssen sich nicht entschuldigen, junge Dame. Die Praktikantin meines Freundes Murray ist immer willkommen. Ach so. Um ehrlich zu sein, meinte ich Ihren sonderbaren Tanzstil. Sieh an. Habe ich Sie verletzt? Ja, nein. Vielleicht. Es ist nur... So, jetzt haben wir hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich werde euch das mal fix vorlesen. Und zwar gibt es... Wie kommt es, dass Sie hier sitzen? Vorhin beim Interview vergaß ich Sie zu fragen. Ich bin niemandes Praktikantin. Was ist denn mit meinem Tanzstil? Oder ich mache mal die Runde. Da mache ich einfach mal... Wie kommt es, dass Sie hier sitzen? Wie kommt es, dass Sie hier sitzen? Ich liebe Partys, aber ich bin auch etwas älter. Als Gastgeber kann ich nicht zu Bett gehen, aber wenigstens habe ich hier etwas Ruhe. Okay, dann das. Vorhin beim Interview vergaß ich Sie zu fragen. Ja. Verstehen Sie sich immer gut mit den Stars Ihrer Superproduktion? Big Orbert ist in Ihr Büro eingedrungen. Wie läuft Ihr Unternehmen? Überlegen Sie sich Ihre Antwort gut? Schenkungen, Stiftungen, Benefizveranstaltungen? Behalten Sie überhaupt irgendetwas für sich? Der Horrorfilm hat dazu beigetragen, dass Monster von der Gesellschaft wirklich akzeptiert werden. Sind Sie darauf stolz? Oder danke für Ihre Zeit? Wir sagen ihm einfach mal, dass Big Orbert eingedrungen ist. Big Orbert ist in... Ja? Ja? Bitte was? Big Orbert? Was ist mit ihm? Nein! Geht's ihm nicht gut? Meine Dame, wenn Sie so weitermachen, werden Sie den Leuten recht geben, die Sie die irre Liz nennen. Oh nein. Okay. Ist wohl nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Verstehen... Keine Ahnung. Wie läuft Ihr Unternehmen? Überlegen Sie sich Ihre Antwort gut. MKO ist immer noch die größte Produktionsfirma des Landes und der Welt. Wir haben den Horrorfilm in Mode gebracht und noch einige Asse im Ärmel. Hat auch nichts gebracht. Versuchen wir das hier. Verstehen Sie sich immer gut mit den Stars Ihrer Superproduktion?
Ich versuche, ein guter Chef zu sein. Aber es ist nicht immer einfach. Der Ruhm steigt ihnen zu Kopf. Sie tun merkwürdige Dinge. Oh ja, wie Big Orbit. Probieren wir das. Der Horrorfilm hat dazu beigetragen, dass Monster von der Gesellschaft wirklich akzeptiert werden. Sind Sie darauf stolz? Nein, meine Dame. Es ist wahr, dass man uns nicht mehr verfolgt und endlich haben wir die gleichen Rechte wie die anderen. Aber bedauerlicherweise verbleiben noch viele Köpfe, die noch nicht so weit sind. Es gibt noch so viele Leute, die andere nach ihrem Äußeren beurteilen. Gut, bleibt jetzt nur noch das. Schenkungen, Stiftungen, Benefizveranstaltungen. Behalten Sie überhaupt irgendetwas für sich? Ich erfülle nur meine Pflichten gegenüber den Benachteiligten der Gesellschaft, meine Dame. Ohne den Kaffee, der Sie oben hält, würde die Creme der Gesellschaft untergehen. Wie konnten Sie wissen, dass ich das sagen würde? Ich wusste es nicht. Verwirrend. Danke für Ihre Zeit. Was für ein Spruch. Ich bin niemandes Praktikantin. Ich bin niemandes Praktikantin. Oh, entschuldigen Sie. Sie sind ja noch so jung und Murray ist so... naja, Sie wissen schon, so Murray. Dan hat es gar nicht... Ja gut, erstmal vorlesen. Dan ist Sportjournalist. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Warum ist Dan jedem so sympathisch? Dan ist unglaublich dreist. Oder Dan hat es gar nicht verdient, dass wir so viel über ihn reden. Machen wir mal das Letzte hier. Dan hat es gar nicht verdient, dass wir so viel über ihn reden. Und was ist denn mit meinem Kaffee? Ich mach mal die Runde. Ach nee, nur scheiße. Eins, meine Dame. Sie wissen wahrscheinlich, dass ich einige der besten Ärzte des Landes kenne. Unter ihnen auch Psychiater. Oh weh. Ein Vetter von mir ist Tierarzt. Ich habe bemerkt, dass Sie manchmal sehr verwirrende Dinge sagen. Ja, ich habe viel gelesen. Verstehe. Aber zum Beispiel das, was Sie vorhin über die Julienne-Suppe meinten. Sie Armer, haben Sie nicht gegessen? Doch, nein. Ich halte Sie nicht weiter auf. So. Contra, ich komme nicht in den Flur zu Fitzrandolphs Büro, solange er in der Nähe ist. Pro, er versteht sich hervorragend mit Dan. Mir kommt da folgende Idee. Schlechte Idee. Gute. Schlechte. Blöde Jan. Ehre. Soll das heißen, du willst weder die Villa betreten, noch Fitzrandolph vom Flur weglocken? Gute Zusammenfassung. Na schön. Also gut. Fein. Gut. Aber Lysolaire war keine Frau, die so schnell aufgab. Sie beschloss, Dan zu überreden, Fitzrandolph aus dem Flur wegzulocken. So, und damit sind wir erstmal am Ende von der ersten Folge von Let's Play The Next Big Thing. Ich hoffe, euch hat's gefallen und man sieht sich dann zum Teil 2 wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute und ciao. Thank you.